Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Wir brauchen. Es regnet schon wieder, ne? Du Kackbratzenwetter. Es regnet schon wieder. Wir sind hungrig und das heißt, ich werde diese Kokosnuss hier verknuspern, ebenso auch die unbekannte Nuss. Was könnten wir denn noch bauen? Steinspeer, langer Stock und Steinklinge, Seil. Aha. Wahrscheinlich eine Waffe oder wie, ne? Pfeile, Knochenhaken, Knochennadel. Wozu ist dieser Knochenhaken gut? Es schaut aus, wie wenn man damit eine Angel mal basteln könnte, ne? Egal. Steinspeer. Steinklinge, da brauchen wir zwei Steine dafür. Die können wir, glaube ich, recht gut bauen. Und zwar herstellen. 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 Und jetzt war noch ein langer Stock, den wir noch da drüben haben. Herstellen. Langer Stock. Nein, nicht die Axt, sondern die Klinge. Und ein, halt hier ein Seil, glaube ich. Herstellen, Steinspeer. So. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt besser ist oder der. Aber ich würde sagen, wir rüsten uns den Steinspeer aus. Genau, mit der linken Maustaste können wir ihn betätigen. Blocken war mit R, genau, das war etwas, puh. Genau. Na fein. Schleichen können wir uns so. Vielleicht können wir uns jetzt schon eine Beute erlegen. So ein Lurch oder so ein Waran, was das war. Oh, mit einem Sport, der macht richtig Damage. Habt's gesehen, wie lange wir mit dem Messerchen gebraucht haben? Neuer Eintrag. Kokosnussbidon. Aha. Ein, bitte was? Kokosnussbidon. Kokosnuss und Seil. Kokosnuss. Und Seil. Und der bewegt jetzt was? Verbrauchsgegenstand. Keine Ahnung. So, wir gehen auf die Birsch. Wir könnten einmal Fleisch gebrauchen. Es trocknet hinten zwar schon was für uns, aber. Da haben wir was vergessen reinzutun, kann das sein? Halt, das wollte ich so nicht. So. Schauen wir mal, ob das wirkt. Ob da was Tolles reinkommen tut für uns. Da rennt doch irgendwo immer so ein Waran herum. Hier haben wir noch nichts gefangen, ne? Ja, immer nur von Bananen sich zu ernähren, ist ja auch nicht so lustig, ne? Aber den Buschen, den müssen wir. Eigentlich kann man den so ernten? Wahrscheinlich nicht. Das geht dann mit der Axt wahrscheinlich, ne? Hoppala. Ausrüsten. Ja. Sehr gut. Haben wir hier was Brauchbares für uns? Nö. Super. Aber hier unbekannte Früchte. Die nehmen wir gerne mit.
Ein Mauskörper, nein! Wer hat denn da eine Maus kaputt gehauen? Wie war das denn die jetzt? Die hätte ich. Oh. Die hätte ich jetzt schon gerne als Haustier gehabt. Ist das echt eine Krabbe? Na, mach. Na! Das hat er zerstört. Das ist ein Trottel. Habe ich den Krebs jetzt erwischt? Okay. Überall sind diese Eingeborenen. Nein, Herr Krebs, warten Sie bitte. Ich möchte Sie fangen. Eigentlich möchte ich sie essen, aber. Oh, Servus. Ach, der Krebs hat echt nur Angst, ne? Vielleicht bin ich auch zu laut. Okay, das Jagen geht schwerer als gedacht. Der wäre wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen besser. Oh, das ist jetzt echt übel, dass ich jetzt meinen Speer kaputt gemacht habe. Nee. Das wollte ich eigentlich nicht. Halt, was haben wir da? Eine Kokosnuss. Die nehmen wir mit. Die bringen wir in unser Lager. La 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 la. Und wir brauchen was zu essen. Tack. Das wollte ich gerade nicht. Sind wir hier schon fertig? Noch immer nicht. Puh. So. Es regnet schon wieder. Ja. Was wir mit dem machen können, weiß ich jetzt auch nicht. Ah, vielleicht können wir mit dem Wasser sammeln. Also Wasser mit auf Reisen nehmen, ne? Das wäre ja was Tolles. Aber hier tun wir jetzt noch auf jeden Fall unser Fleisch hin. Früchte gehen natürlich nicht. Die Pilze, ich darf die Pilze nicht mehr so. Ich darf davon nicht mehr so viele einsammeln, die werden alle hin. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das zum Wassersammeln ist. Wenn wir reines Wasser haben, hier dann zum Beispiel, später mal, ich hoffe, das befüllt sich hier. Dass wir das mitnehmen können. Okay, ich bin durstig, ich habe kein Eiweiß, ich habe nichts. Ich bin arm. Na gut, dann werden wir hier die Kokosnuss kaputt machen. Na? Geht ja. Einmal trinken. Einmal sammeln. So, wird da jetzt was voll? Also das mit Wasser. Haut irgendwie überhaupt nicht hin. Aber jetzt dürften wir Feuer machen, ne? Weil jetzt da hat der Regen aufgehört. Ah, ich bin schon müde. Okay, ab in die Hapfen. Ich dachte mir schon wieder, hä, warum geht denn das jetzt schon wieder nicht? Da ist er müde. Boah, der Mann. Dieser Mann.
So. Habe ich hier noch so ein langes Stöckchen? Ja. Ich will nochmal diesen Steindingens herstellen, den ich hier gerade vorhin. Ah, da muss ich zuerst Stein. Brauche ich zuerst. Warte mal. Weg damit. Zwei Steine brauche ich zuerst für die Klinge. Dann kann ich mit dem Stein weitermachen. Hier war das genau. So. Jetzt haben wir den Steinspeer, genau. Den möchte ich unbedingt haben, weil der ist. Ich glaube, der ist besser wie der. So nur eine Vermutung. Hier könnte man auch ein Feuer machen. Kein Platz im Rucksack. Ja, ist schon klar. Ich werde jetzt trotzdem nochmal weiter schlafen. Jetzt haben wir gerade Abend. 2 Uhr morgens. Ja, ist auch nicht gerade besser. Und es kommt schon wieder Gewitter. Es ist so doof. Das ist echt doof. Benutzen. Und nochmal benutzen. Es regnet schon wieder. Ich kann schon wieder aufhören. Da kriege ich nicht einmal eine Larve fertig. Ich hätte so gerne nämlich die Larve zum Essen. Okay, die ist hier ausgegangen. Wieso nehme ich die jetzt eigentlich? Essen. Larve gekocht. Essen. Ja. Was soll man machen? Ich habe auch langsam das Gefühl, dass das mit dem Wasser nicht wirklich funktioniert. Also, dass das Wasser sich da jetzt auf einmal nicht mehr sammelt. Hier schon. Vielleicht muss ich es ja wirklich runternehmen und das wirklich hierher zum Sammeln. Es regnet auch so komisch. Ist gerade so dass man geärgert wird, ne? Unbekannter Pilz getrocknet. Essen. Vielleicht, wenn man diese Pilze trocknet, sind dann die Pilze länger haltbar? Mach den einmal kaputt. Bäh. Puh. Und wenn der Pilz getrocknet ist, wenn es halt geht, hat er dann dieselbe Wirkung, wie wenn er frisch ist? Oh, ein Stein. Den nehmen wir gleich mal mit. Ich steck schon wieder fest. So. La 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 la. Ja. Unbekannte Frucht. Das Leben hier im Amazonas ist nicht sehr einfach hier, ne? Kokosnüsschen nehmen wir gerne mit da. Komm mit. Ab mit dir in unser Kokosnusslager. So, zack. Kokosnussschale. Sauber, Wasser sauber. Das ist super. Das hat hingehauen. Mit dem werde ich nicht schlau. So. Das Fleisch braucht noch ein bisschen. Ich glaube, wir sollten es nochmal hinlegen. Es wird jetzt echt stockdunkel.
Also hauen wir uns nochmal aufs Ohr. Alter Schwede, also im Amazonas zu überleben, ist echt nicht einfach. Nam, nam, nam. Ja, das passt schon mal. So bis 8 Uhr morgens, das ist schon okay. So, Stöckchen, können wir eh nichts mehr nehmen, ne? Fangst jetzt etwa schon wieder zum Schiefen an. Was, hoppala, was soll man dazu noch sagen? So. Unsere Falle, haben wir da was drinnen? Nein. Da drüben scheint auch nichts drinnen zu sein, aber hier sehe ich Früchte. Die nehmen wir natürlich von Herzen gerne mit. So, ein Stöckchen, da haben wir keinen Platz mehr, okay. Der geht auch nicht, ne? Genau. Jo, es wären auch schön, wenn es im Fluss Fische geben würde. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir das hinbekommen, dass wir. Oh, das war's gestorben. Sammeln. Ich denke mir das so oft, wenn da rund um unser Lager immer Kadaver liegen, die ausschauen noch obendrein, dass jemand dabei gefressen hat. Ja, da muss doch hier irgendwo ein Jaguar herumstreifen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist echt nicht gut für die Psyche. Muss ich echt jetzt mal bemängeln. Aber ich hätte schon gerne mal so einen Fisch oder so eine Krabbe gefangen, ehrlich gesagt. La 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 la. Irgendwo da glaube ich, mich erinnern zu können, dass ein kleiner Stein war, auch noch ein großer Stein, oder? Halt. Ah, unbekannter Pilz, den brauchen wir noch nicht. Stimmt, das wollten wir auch machen. Geht das auch mit dem? Na, oder? Da, hoppala, da brauchen wir schon die Axt. Na, ist schon besser. Ja, ich brauche trockene Blätter. Für Feuer machen in Zukunft. Normales Blatt, normales Blatt, normales Blatt, normales Blatt, trockenes Blatt. Fü. Trockenes Blatt. Normales Blatt, normales Blatt. Halt, halt, ich sehe nichts. Aber die Palmblätter so könnte man eigentlich auch mitnehmen. Die können wir da mal ins Lager schmeißen, glaube ich. Okay, mehr können wir eh nicht schleppen. Tap, 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 tap. Die hauen wir hier in unser Palmenblatt. Abteilung. So. La 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 la. Ja. Und, ah, hier haben wir Früchte, die nehmen wir auch gleich mit. So, und so. Und dann wäre mal gut, ein Stück Fleisch zu knuspern. Genau, hier haben wir noch die restlichen Palmenblätter. Getrocknetes. Nein, ich will das Getrocknete haben. So. Da können wir jetzt einige schöne Lagerfeuer machen. Haben wir alle? Da ist noch eins. Ich glaube, dann hätten wir alle. Tap, tap, tap. Es wäre aber echt super, wenn wir irgendwie Fisch organisieren könnten für uns. So. Sehr gut.
Mir sind wir hungrig. Wie schauen wir aus mit Fleisch? Vergiss es einfach. Vergiss es. Können wir hier? Na, die lässt sich auch nicht. Hier können wir auch nichts machen. Dann würde ich sagen, essen wir halt einmal ein bisschen Frucht. Ein bisschen Banane. Den Schwamm können wir wieder zerstören. So, unbekannter Pilz getrocknet. Ja, genau. Maden und so weiter. Können wir jetzt einmal wieder ein Feuer machen, bitteschön? Jetzt wird es nämlich nicht regnen. Ja, jetzt schaut es einmal gut aus. So, und anzünden. Dann haben wir Maden. Köstlich leckere Maden. Mal schauen, ob wir das Viech jetzt auch noch wegkriegen. Ich würde ja wirklich gerne, wenn es möglich ist. Geht die hier auch? Na. Ich möchte ja wirklich gerne das Wasser hier einfach schöpfen. Oder man kann es mit dem hier schöpfen. Das könnte ja auch sein. Ja, so geht das. Okay. So geht das. Alles klar. 40 Einheiten Wasser. Boah. Aber es ist halt schmutzig. Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt das. Ja, das geht hervorragend. Hier geht's irgendwie nicht. Leer. Schmutziges Wasser. Nein, ich will kein schmutziges Wasser. Ach so, ich verstehe schon. Aha, und jetzt dann müsste ich das Feuer machen. Warum auch immer das Feuer jetzt schon wieder weg ist. So. Herstellen? Was können wir mit der Frucht herstellen? Nix, oder? Essen. Ah, die darf ich ja nicht essen. Die bringt mich ja zum Speiben. Genau. Ah, wieso vergesse ich das immer? Trinken, sauberes Wasser. Sehr gut. Ich weiß nicht, womit das immer vergiss. Ja, speib die aus, hast du recht. Um mich spielen, rein ins Schüssel. So muss das ausschauen. Essen. So, ja. Mann, ey. Ja, das war jetzt nicht sehr gut für die geistige Gesundheit. Na, geht ja. Trinken. Sammeln. Mann, ey. Ja, speib auf die Kokosnuss, hast eh recht. Ich sagte, sammeln. Und wir müssen essen. 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 Schauen wir, ob das mit dem besser ist. Na. Es ist echt übel. Ich vergesse immer, dass ich die nicht. Dass ich das nicht nehmen sollte zum. So. Sammeln. Passt. Alter, Alter, es ist schon gut, hey. Müde bin ich auch. Essen. 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 So, da sind wir mal safe, dann müssen wir da schlafen gehen. Alter Schwede, ne? Ach, das ist voll Stress. Ja, speib nochmal von hin, hast du recht. So, ab in die Hapfen. Wenn wir aufwachen, geht es uns wieder besser. So, das muss mal reichen fürs Erste. Alter Schwede. Essen. Was?
Okay, Spinnen darf man nicht essen. Gut. Das sollte man auch wissen. Jetzt habe ich gar nichts mehr zum Essen. Jo. So geht's auch, ne? Da ist noch nichts fertig mit dem Essen. Das war jetzt natürlich unerwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war überaus unerwartet. Na, würdest du bitte essen? Danke. Okay, also Spinnen. Ich habe dann keine Ahnung, was man aus diesen. Oh, ich werde sterben. Ich habe keine Ahnung, was man aus diesen Spinnen macht. Jo, das war's dann wieder. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir sind. Oh doch, hier noch was. Wenn ich es auch rechtzeitig schaffe. 3 Runden Gift, also Lebensmittelvergiftung. Also das ist übel. Das ist richtig übel. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich dachte, eine Spinne, wenn es jetzt gekocht ist, ne? Wird schon gehen? Nix da. Oh Gott. Au. Au. Haben die mich jetzt umgebracht? Tatsächlich, Schnitt. Okay. Dann sind wir beim letzten Mal auch gestorben, weil uns diese Einwohner hier entdeckt haben. Also diese Ureinwohner. Jo. Alter. Fü. Okay. Spinnen essen? Nein. Unbekannte Frucht, die längliche? Nein. Ich sollte mir da Notizen machen, glaube ich. Weil sonst komme ich dann, sonst wäre ich dann nie mehr fertig mit dem Spiel. Fürchte ich. Wo schreibe ich denn das jetzt am besten hin? Ich suche mir gerade einen Zettel. Ah, da haben wir was Kleines. Warte mal. So. Also. Mal kurz pausieren. Also, unbekannte Frucht. Unbekannte Frucht. Länglich. Ist giftig. Spinne. Nicht essen. Ist giftig. In Klammer, sehr giftig. So, okay, das haben wir ja schon mal. Okay, mal schöner hinsetzen. So. Gut. Das Wetter ist gleich scheißlich wie immer, das freut uns. Ich stecke schon wieder fest. Wasser. Füllt sich das jetzt mit Wasser? Nein. Warum nicht? Aber jetzt glaube ich. Das habe ich super, super hingestellt, wirklich. So. Kann man trinken, das ist super. Und hier, es sammelt sich also doch nicht von selber. Den Körper nehmen wir mal. Vielleicht können wir damit ein Mittel kreieren, wenn wir das Fisch schon nicht fressen dürfen.
Erweiterung, Essen, zerstören. Vielleicht können wir damit was herstellen. Nein. Ich habe keine Ahnung. Also trinken, trinken, trinken. So, mal schauen, wie es uns geht. Urtechnisch. Wasser ist schlecht. Oh Gott. Uns fehlt es an allen. Uns fehlt es an allem. Okay. Das Feuerbrett kann ich eh nicht verwenden. Was haben wir da Schönes? Nur großer Stein, der da reingehört, sonst nichts, okay. Was haben wir hier an Waffen? Ach so, denn, ja, okay. Dann rüsten wir halt den aus. Als Waffe. Wobei halt dieser Steinspeer schon sehr viel besser wäre. Warte, die Axt brauchen wir zuerst. Ich will noch schnell trockene Blätter sammeln. Also trockene Blätter bitte. Trockenes Blatt. Da haben wir eins. Da ist keines. Normale Palmblätter. Nehmen wir halt die zuerst mal mit, dass wir eine Übersicht haben. So. Okay, mehr können wir nicht tragen. Tap, 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 tap. Zack. Wir sollten uns hier auch anfangen, Wände zu bauen, glaube ich, damit diese Ureinwohner nicht da so durchbrettern können. So, bauen. Nein. Herstellen bitte. So, und zwar Steinchen auf Steinchen. So und so. Machen wir es halt nochmal. Und dann beenden wir den Part. Also herstellen. So. So. Und das herstellen. Gut. Dann hätten wir das soweit. Passt. Okay, die Axt haben wir. Jetzt gehen wir schauen, ob wir noch ein paar Blätter kriegen. Ah, hier haben wir ein trockenes, warte. Na, das brauche ich nicht. So. Das hier, genau. Nein, ich will eigentlich das da haben. Gibt es noch wohl ein Blatt? Da ist noch zwei. Oder eines? Zwei. Gut, die bringen wir jetzt auch noch schnell zurück. Jetzt heißt es wieder Essen fassen. So. Also Essen. Essen. Der ist jetzt weg nochmal. Hey, cool, die können wir als Köder verwenden, die Spinne. Vielleicht bringt sie es was. Vielleicht finden wir da, also vielleicht kriegen wir was Tolles. Das wäre schön. Die nehmen wir jetzt mit. So. So. Die ist jetzt auch weg, die Banane. Passt. Oh. Eine Spinne. Halten und scharf machen. Und wir tun rein. Vielleicht bringt es was. Okay, die Kleinen gehen.
Ja. Wir bräuchten was Leckeres zu essen. So. Wir bräuchten aber auch, warte mal, lass mich mal kurz schauen mit dem Bauen. Ah, den Part wollte ich beenden. Entschuldigung, machen wir zuerst Part Schluss. Also ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!